Sprengwagen nennen die das. Alles Leute von unserem Boot. Na, Männer. Alles klar? Jawohl, Herr Kohl! Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Sie liegt seit Monaten im Koma. Da vorne liegt meine Mutter! Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Alles, woran sie glaubt, hat sich ein paar Monate in Luft aufgelöst. Einfach so. Jetzt ist sie aufgewacht. Ein zweiter Infarkt wird sie nicht überstehen. Ja, nur die Gefahr einer Aufregung von ihrer Mutter fernhalten. Was soll ich denn jetzt machen? Der ganze Krempel muss hier raus. Mama muss das Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat. Hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ich hab so einen Heißhunger auf Spreewaldgurken. In Spreewaldgurken? Mensch, Junge, wo lebst du denn? Wann soll ich denn die Fernseh gucken können? 3, 2, 1, Berlin. In den DDR-Botschaften Prag und Buda. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex? Und wir lieben dich alle. Was ist denn das? Wisst ihr, irgendwann steht man vor der Entscheidung, ob man sich sein Leben versauen lässt. Von seinen Ängsten und Vorwürfen. Und weil man irgendwie 3 Arschlöchern begegnet ist. Oder ob man es einfach mal wegpackt. Malte hat nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Scheiße passiert. So erschreckend einfach ist es. Danke. Danke, Rabbi. Ja, ciao. Viel Spaß noch, ja? Was ist denn los? Was würdest du sagen, wenn diese Typen geschnappt würden? Ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihn getroffen. Und dann bin ich ihm nachgegangen. Versprich mir, dass du diesen Typen in Ruhe lassen wirst. Wir haben schon mal geschafft, den zu vergessen. Wir kriegen das auch ein zweites Mal hin. Der mir seine tote Maus vor die Füße legt und stolz wie Bolle ist, dass er was geleistet hat. Hätte ich dir nie davon erzählen sollen, oder was? Ja, zum Beispiel, das hätte doch mal Eier gehabt. Warum? Warum hast du das gemacht? Versuchspersonen gesucht. Meine Herren, erstmal danke ich Ihnen allen, dass Sie sich für dieses Experiment zur Verfügung gestellt haben. Sie sind mutige Männer.
Die kommenden zwei Wochen werden für Sie eine neue Erfahrung. Die Hände auf den Rücken, Beine breit. Wegtreten. Sie werden Druck ausüben und ertragen müssen. Bist du eine Schwuchtel, 82? Nein, Herr Strafvollzugsbeamter. Unterschätzen Sie das nicht. Phase 3, Gefangene gegen Gefangene. Du putschst es hier absichtlich auf. Schick mich am Arsch, du Wichser. Einige von Ihnen werden zwei Wochen auf wesentliche Grundrechte verzichten. Ich hoffe, hier hat niemand ein Problem mit engen Räumen. Nein, Herr Strafvollzugsbeamter. Na, dann ist ja gut. Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Ja, hat sich schon mal jemand gesagt, dass du schenkst, Mann? Wer in irgendeiner Form Gewalt anwendet, für den ist der Versuch sofort beendet. Na komm, schlag zu, du Mädchen. Schlag zu, du bist raus. Reich. Ist das klar? Ja, ja, Herr Strafvollzugsbeamter. Gut, dann lassen Sie uns anfangen. Das Experiment. Georg Dreimann. Das ist ziemlich unser einziger Autor, der nichts Verdächtiges schreibt. Ich würde ihn überwachen lassen. Der OTS steht ab morgen früh auf dein Zeichen für die Verwanzung bereit. Weil sie dich genauso zerstören können. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne sie. Das wird sie veröffentlichen. Im Westen, mit deiner Hilfe.